Oh, freut mich, dass du den Weg zu mir und diesem Videozyklus gefunden hast. Lass mich raten, du kommst gerade gut mit natürlichen Zahlen zurecht und kannst doch schon gut mit ihnen rechnen. Nun gibt es jetzt, wie du vielleicht bemerkt hast, aber ein kleines Problem. Denn wenn wir einen kurzen Blick in die reale Welt wagen, dann siehst du dort vieles, was sich nicht mehr als natürliche Zahl darstellen lässt. Angefangen bei Geldbeträgen bis hin zu deinem eigenen Körpergewicht. Gut, dass wir für diesen Fall die sogenannten Dezimalzahlen entdeckt haben, mit denen sich diese Werte ganz leicht darstellen lassen. Oh, falls dieser Begriff Dezimalzahl doch noch nichts sagt, dann habe keine Sorge, sieh dir einfach den Einführungszyklus zu Dezimalzahlen an. Wenn du aber bereits mit dem Begriff der Dezimalzahlen vertraut bist, dann fragst du dich bestimmt, wie man nun mit diesen rechnen soll. Deswegen werde ich dir in diesem Lernzyklus erst einmal zeigen, wie man Dezimalzahlen addiert. Das ist nämlich ziemlich einfach. Ja, wirklich. Denn im Endeffekt gehst du genauso vor, wie wenn es sich um natürliche Zahlen handeln würde. Es gibt nur eine wichtige Sache, die du beachten musst. Wenn du die Zahlen untereinander aufschreibst, musst du darauf achten, dass du die richtigen Stellenwerte untereinander schreibst. Das ist beim Addieren von Dezimalzahlen wichtig, denn diese haben nicht immer gleich viele Nachkommastellen. Und so kann man sich schnell vertun, wenn man nicht aufpasst. Nehmen wir gleich ein Beispiel zur Hand, damit du siehst, was ich meine. Das hier ist Nina. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin im Labor und forscht gerade an einem neuen Medikament. Dazu muss sie zwei Bestandteile, nämlich 3,56 Gramm von Pulver A und 10,7 Gramm von Pulver B miteinander vermischen. Nachdem sie die beiden Bestandteile zusammengeschüttet hat, zeigt die Waage 14,26 Gramm an. Hat sie also die richtigen Mengen eingewogen? Dazu sollten wir die beiden Zahlen addieren. Bevor wir jedoch damit beginnen, sollten wir eine kleine Stellenwerttafel zeichnen, die uns beim richtigen Anschreiben behilflich sein wird. Wir kennen schon I für die eine Stelle und wenn wir nach links gehen, dann schreiben wir Groß Z für die Zehner und Groß H für die Hunderter. Nun können wir aber auch von der einer Stelle nach rechts gehen. Dazu schreiben wir ein Komma und danach noch Klein Z für die Zehntel und Klein H für die Hundertstel an. Jetzt können wir unsere ersten Summanden anschreiben. 3,56 besteht aus 3 Einern, 5 Zehntel und 6 Hundertstel. Nun hat unser zweiter Summand nur eine Nachkommastelle. Würdest du also, wie es vom Addieren von natürlichen Zahlen gewohnt bist, die erste Stelle des zweiten Summanden einfach unter die erste Stelle des ersten Summanden schreiben, so würdest du die falschen Stellen miteinander addieren. Daher habe ich hier einen kleinen Tipp für dich. Nachdem du den ersten Summanden angeschrieben hast, kann es sehr hilfreich sein, wenn du gleich danach auch das Komma für den zweiten Summanden anschreibst. Dadurch würde es dir auffallen, wenn dir beim Anschreiben ein Fehler passieren würde. Also setzen wir das Komma für den Summanden und auch gleich für die Summe. Und nun können wir gleich den zweiten Summanden eintragen. 10,7 besteht also aus einem Zehner, 0 Einer und 7 Zehnteln. Jetzt steht beim zweiten Summanden nichts bei der Hundertstelstelle. Also können wir dort eine 0 hinschreiben, damit wir uns beim Addieren leichter tun. Genauso auch bei der Zehnerstelle des ersten Summanden. Also los geht's. 6 plus 0 ist 6, 5 plus 7 ist 12. Wie wir schon vom Rechnen mit natürlichen Zahlen gewohnt sind, müssen wir auch hier bei den Nachkommastellen den Zehnerübertrag beachten. Folglich erhalten wir für die nächste Stelle 3 plus 0 ist 3, plus 1 vom Übertrag ist 4. Und zuletzt 1 plus 0 ist 1. Da wir bereits zuvor in Voraussicht auch das Komma für die Summe geschrieben haben, sehen wir, dass das Ergebnis 14,26 lautet. Warte mal, nicht so schnell. Ich bin Robin aus einer anderen Dimension. Und bis jetzt konnte ich dir auch gut folgen. Doch hier würde ich eigentlich anders rechnen. Ich habe nämlich gelernt, dass man die Addition beim letzten Summanden beginnt. Ich würde also eher so rechnen. 0 plus 6 ist 6. 7 plus 5 ist 12, also 2 und 1 Übertrag. Und 1 plus 0 plus 3 ist 4. Und 1 plus 0 ist 1. Oh hey, guter Einwand, Robin aus einer anderen Dimension. Du hast vollkommen recht, deine Variante führt auch zum gleichen Ergebnis.
nämlich 14,26. Kannst du mir vielleicht erklären, wieso wir auf einmal zwei verschiedene Rechenwege haben können, die zum selben Ergebnis führen? Ja, genau. Wir haben dafür ja sogar ein eigenes Gesetz, das sogenannte Vertauschungsgesetz, kennengelernt. Dieses besagt ja, dass wir die Reihenfolge der Summanden vertauschen können und trotzdem das gleiche und richtige Ergebnis erhalten. Denn so, wie wir beide ja zwar etwas anders aussehen und dennoch ein und dieselbe Person sind, so gibt es auch oft verschiedene Rechenwege, die im Endeffekt zum selben Ergebnis führen. Okay, das verstehe ich. Aber ist das nicht etwas kompliziert? Dann muss ich mir ja jetzt verschiedene Rechenwege merken. Oh, du solltest es aber positiv sehen. Da beide Wege zum selben Ergebnis führen, kannst du selbst entscheiden, welchen du lieber magst und mit welchem du dich wohler fühlst. Puh, das ist eine gute Idee. Dann bleibe ich lieber bei meiner Variante. Danke aber für die Hilfe, dann gehe ich mal wieder. Das war jetzt aber mal komisch. Naja, zurück zu unserer Aufgabe. 14,26 stimmt mit dem Wert auf der Waage überein. Nina hat also richtig gemacht und sauber gearbeitet. Genauso wie wir. Du musst beim Rechnen auch nur sauber arbeiten wie Nina und die Dezimalzahlen schön anschreiben, dann kann dir auch nichts passieren. Sehr gut, nun kannst du dein Geschick unter Beweis stellen. Entweder du probierst noch einige leichte Aufgaben aus, dann rufe als nächstes das Basic-Video auf. Oder aber du probierst dich gleich an einer kniffligen Aufgabe, dann ruf das Video Mastery auf. Also, bis bald!